Ich sitze endlich und ich kann anfangen, dieses Video zu drehen. Yay! Es ist so schleppend vorangegangen, egal was man anpackt. Ich habe das Gefühl, es dauert irgendwie doppelt so lange bei dieser Hitze. Ich habe es geschafft, mein Set steht und ja, Hitze, das ist das richtige Wort, wie hier im Norden zumindest, haben über 33 Grad und ich laufe auseinander. Vielleicht glänze ich auch schon wie eine Speckschwarte und ich habe gedacht, aus gegebenem Anlass zeige ich euch einfach mal einen Sommerlook, wie ich ihn schminke, weil manchmal hat man auch an warmen Tagen vielleicht das Bedürfnis, sich etwas herzurichten. Und ja, was ich da mal so für Produkte verwende, wie ich mich an solchen Tagen schminke, das zeige ich dir in diesem Video. Ich würde sagen, los geht's, viel Spaß dabei. Ich gestehe, in meiner Freizeit laufe ich liebend gerne ungeschminkt rum und gerade bei diesen Temperaturen habe ich überhaupt kein Bedürfnis, mir die volle Ladung Make-up ins Gesicht zu klatschen. Ihr wisst, ich trage Lash Extensions und die lasse ich mir regelmäßig auffüllen und ich finde, wenn die Wimpern fleeky sind, dann passt eigentlich auch der Rest. Shame on me. Ich habe den Termin super, super nötig, ich weiß. Ich war auf dem Festival und meine Wimpern sind so in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Termin steht vor der Tür, also beachtet meine Wimpern nicht, das retten wir auf jeden Fall gleich. Trotzdem gibt es bei so warmen Temperaturen ja auch mal Momente, wo Frau sich durchaus mal ein bisschen herausputzen möchte, aber wie gesagt, keine volle Ladung ins Gesicht geben mag, da schwitzt man ja nur umso mehr. Und ich sehe auch schon, dass ich wieder total glänze wie eine Speckschwarte und deswegen verwende ich jetzt erstmal den sanften Augen-Make-up-Entferner von Nivea aus dem Grund, weil er ölfrei ist. Ich mag jetzt keine großartig ölige Textur auf meine Haut geben, also nichts Reichhaltiges sozusagen. Deswegen nehme ich mir einfach ein bisschen Schweiß und auch wieder vielleicht ein bisschen Schmutz von der Haut runter. Ihr seht, ist voll krass. Also die Haut säubert sich richtig dadurch. Und ja, das erfrischt gleichzeitig auch ein bisschen. Und da gehe ich einmal komplett über mein Gesicht, um es halt eben auch etwas vorzubereiten auf meine Pflege, die ich gleich drüber gebe. Krass. Das nur so by the way. Also ich gehe natürlich morgens duschen und dann wasche ich auch mein Gesicht. Wir haben es jetzt etwa 13 Uhr und mein Gesicht schaut so aus. Ich habe mir heute keinen einzigen Tropfen von irgendwas ins Gesicht gegeben. Das ist tatsächlich einfach nur Schweiß und der Schmutz, der da scheinbar drauf haften bleibt. Deswegen ist es super, super wichtig, dass man das Gesicht, bevor man sich irgendwas nochmal drauf geht, einmal wenigstens abreinigt, damit man ja nicht den Dreck noch weiter in die Haut einarbeitet. Ich gebe mir jetzt statt einer Foundation einfach nur eine Tagespflege ins Gesicht, die einen leichten Lichtschutzfaktor hat. Die habe ich euch auch schon ein paar Mal gezeigt. Die zieht super schnell ein und liegt auch nicht schwer auf der Haut auf. Das ist der Moisture Magnet. Also ihr spendet eure Haut damit Feuchtigkeit und gleichzeitig einen kleinen Sonnenschutz. Und das bappt halt nicht und liegt wirklich schön auf der Haut auf. Und dafür braucht man auch gar nicht viel. Ich nehme jetzt hier eine kleine Menge und die riecht tatsächlich auch total nach Sonnencreme. Ich liebe den Geruch von Sonnencreme, das erinnert einfach immer an Sommer. Und ich gebe das jetzt im kompletten Gesicht auf. Wenn du magst, kannst du einfach mit einem angefeuchteten Beautyblender nochmal über die Pflege rübergehen und sie wirklich tief in die Haut eintupfen. Oder du wartest einfach so 5 bis 10 Minuten, bis die Creme wirklich weggezogen ist und alles, was du dann rübergehst, nicht so richtig arg auf der Haut babbt. Ich werde jetzt warten und in der Zeit meine Augenbrauen nachziehen. Die Augenbrauen umrahmen das Gesicht und geben deinem Gesicht eine richtig schöne Kontur. Und ich finde bei einem Sommer-Make-up unverzichtbar, denn ja, es liegt nicht schwer auf, das Augenbrauenprodukt, und du hast gleich so einen Wow-Effekt. Deswegen sind die super, super wichtig. Und da habe ich zwei Produkte, die ich euch empfehlen kann. Erstmal das Wonderbrow. Das ist ein Augenbrauengel, was bis zu 3 Tage hält. Damit kann man schwimmen gehen. Also es ist definitiv wasserfest. Ich habe da auch mal einen Live-Test zugemacht. Ich verlinke es euch super gerne mal ins i. Da ist das i, glaube ich. Ins i rein. Das könnt ihr euch mal anschauen. Das bekommt ihr auf jeden Fall auf Amazon. Ich verlinke es euch auch gerne in der Infobox. Das ist auf jeden Fall ein Top-Sommerprodukt. Gerade wenn man faul ist und ja, die Augenbrauen nicht unbedingt jeden Tag schminken möchte. Ich habe mich aber so verliebt gerade in diesen Trended Up Augenbrauenstift. Der ist so wachsartig und gibt super Farbe ab und ich habe da irgendwie heute Lust drauf. Deswegen werde ich den verwenden. Das ist übrigens die Farbe 020
Und den kann man so ausdrehen. Enthält auch ein Bürstchen. Das vereinfacht einfach das Augenbrauen-Styling. Und den werde ich jetzt benutzen und ich werde mir meine Augenbrauen erstmal nachziehen. Ich überlege gerade, ob ich euch denn schon erzählt habe, wie warm es hier in Hamburg gerade überhaupt ist. Ich erzähle es jetzt einfach nochmal, denn es ist wirklich so unfassbar. Es sind über 33 Grad. Das ist schon echt krass. Ich will mich ja nicht beschweren. Ich liebe den Sommer und ich liebe es, wenn es warm ist. Wenn man allerdings in einer Wohnung wohnt, die keinen Balkon bietet und auch keinen Garten hat, dann kriegt man schon Gewissensbisse, bei so schönem Wetter drin gefangen zu sein. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, woher ihr kommt und wie warm es bei euch jetzt zu Spitzentagen war oder ob es bei euch überhaupt so warm geworden ist. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr interessieren, ob ihr auch genauso einen schönen Sommer genießen könnt wie wir Nordlichter hier. Und ich würde sagen, wir machen jetzt auch schon weiter mit dem nächsten Schritt, den ich jetzt auslasse, denn normalerweise würde ich, wenn ich Probleme mit Augenringen hätte oder irgendwie hier was abdecken möchte, einen Concealer verwenden. Wenn du jetzt Probleme mit Augenringen hast, dann verwende doch einfach einen ganz leichten Concealer und sette den leicht mit Puder ab, um das Ganze etwas abzudecken, wenn es dich stört. Und ich lasse den Schritt jetzt einfach weg und ich komme direkt zum Contouring. Denn die Augenbrauen geben ja schon eine schöne Kontur, aber ich möchte ganz gerne noch ein bisschen mehr Schatten in meinem Gesicht einzeichnen. Natürlich nur ganz leicht, auch nicht so doll wie sonst. Und dann verwende ich wieder meine Lieblingskonturpalette von Revolution. Ich glaube, das ist die Ultramatt, genau, mit 8 Farben. Da sind auch Blushes drin, Puder und so weiter, also auch so ein transparentes Puder. Und ich nehme hier diesen angeschrägten Pinsel von BH Cosmetics. Ich nehme auch den hellen Ton, also ich gehe nicht ganz ins Dunkle. Klopfe das Ganze ein bisschen ab und gebe das dann hier so an meinen Wangenknochen, um einfach ein bisschen Schatten ins Gesicht zu zeichnen. Die Frisur. Und ja, jetzt habe ich die Kontur so ein bisschen eingezeichnet. Ihr seht, es ist wirklich nicht viel zu doll. Und ich habe jetzt noch 2 Bronzer, die ich super gerne verwende. Den Revolution Ultra Bronze habe ich euch schon 1000 Mal in meinem Video gezeigt. Deswegen verwende ich heute mal den von Essence. Und zwar Sun Club Matte Bronzing Powder für hellere Hauttypen. Ich bin zwar schon ein bisschen sonnengebräunt, aber ich glaube, der passt immer noch ganz gut. Und da verwende ich einen etwas fluffigeren Pinsel. Ach, ich mache einfach mal hier auch den von Essence. Und verblende sozusagen noch ein bisschen die Kontur, damit das Ganze so ein bisschen natürlich gebräunt aussieht und mein Gesicht noch ein bisschen Sonnenkiste aussehen zu lassen. Und ich liebe den Geruch von diesem Bronzer. Der riecht einfach nach Pina Colada, also unfassbar stark nach Kokos. Das Schöne am Bronzing ist ja, dass du nicht nur ein bisschen bei deiner Hautfarbe schummelst, sondern dass du dein Gesicht auch gleichzeitig mattierst. Wenn du denn einen matten Bronzer verwendest, dieser von Essence hier ist definitiv matt. Ich würde, glaube ich, auch bei einem matten Bronzer bleiben bei diesen Temperaturen, weil man eh schon viel schwitzt und dadurch automatisch im Gesicht schon mehr glänzt als sonst. Und wenn du jetzt wirklich sagst, nee, ich mag aber ein bisschen Schimmer und ich möchte da noch ein bisschen was haben, würde ich tatsächlich gezielte Highlights setzen und die T-Zone definitiv aussparen. Ich verwende jetzt auch noch einen Highlighter und da nehme ich den Mary Luminizer, weil das ein warmer Highlighter ist. Also der schimmert goldig. Ich mag gerade bei so warmen Temperaturen auch warme Farben verwenden und die Farbe finde ich echt perfekt und der ist auch super gut pigmentiert. Ich nehme hier einfach so einen Pinsel und gebe mir nicht allzu viel, aber ein bisschen Highlight hier oben auf dem Wangenknochen auf. Das sieht auch immer noch so schön aus, wenn die Sonne tatsächlich dann auch so drauf schimmert und das so ein bisschen reflektiert, aber auch Piano, nicht zu viel. Ich nehme jetzt hier nochmal meine Konturpalette und den dunklen Ton daraus und ja, nehme ein bisschen Produkt auf und gebe das dann in meine Lidfalte, um auch hier noch ein eine Kontur zu setzen, einen Schatten. Hierfür setze ich übrigens die meiste Farbe wirklich in den äußeren Winkel und blende die Reste dann in die Lidfalte bis ganz vorne ein. Wir haben am Anfang des Videos bereits darüber gesprochen, meine Wimpern sind nicht fliegy. Das heißt, ich verwende jetzt noch eine Mascara. Normalerweise brauche ich das nicht.
wenn meine Wimpern dann schön aufgefüllt sind. Das ist aber ein Trauerspiel, deswegen muss ich da heute etwas nachhelfen. Und dafür verwende ich die Maximum Definition Volume Mascara hier von Essence. Die finde ich ultra gut, speziell wenn man nicht zu viel machen muss. Die trennt die Wimpern unheimlich schön, weil das so ein Silikonbürstchen hat und gibt nicht zu viel Farbe ab. Das Ganze wird nicht so klumpig und füllt natürlich auf. So, Mädels und Jungs, und was haltet ihr davon, wenn wir jetzt auf die Lippen einfach mal meine Nägelfarbe machen? Kleiner Schatz am Rande. Das wäre mir jetzt persönlich zu doll. Natürlich sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt. Du kannst natürlich eine richtig geile Sommerfarbe auf deine Lippen knallen. Ich bin mehr so der Lass-mal-lieber-Typ. Ich verwende eine Sommerpflege für meine Lippen. Und zwar von La Vera, diesen Soleil Sonnenstift Lippenbalsam. Wie auch immer. Hat auf jeden Fall ein Lichtschutzfaktor von 10 und Achtung, du siehst, der sieht schon sehr cremig aus. Es kann passieren, typisch bei Sonnencreme, dass der Stift einen weißen Film hinterlässt. Einige mögen das ja. Ich habe persönlich immer so leicht trockene Lippen und das setzt sich sehr gerne ab, deswegen sehr, sehr sparsam. Und damit gehe ich wirklich in einer Schicht oben und unten drauf und du siehst wirklich, ne, die Lippen sind schon wieder ein bisschen eingefärbt. Ganze drücke ich nochmal mit dem Finger ein und das war's. Wir haben es fast geschafft. Ich verwende jetzt im letzten Schritt nochmal Fix Plus von MAC, weil ich sehr viele Pudertexturen verwendet habe und wir wissen, Fix Plus fixiert das Puder oder lässt das Puder nochmal mit der Haut verschmilzen, dass es so ein bisschen eins wird und nicht so oben aufliegt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es dadurch auch besser hält. Es ist so erfrischend. Stellt das mal in den Kühlschrank und schminkt euch und holt es dann wieder raus. Es ist ein Träumchen. Und das ist dann auch schon der fertige Look. Und ihr glaubt nicht, wie froh ich bin, dass ich jetzt die Kamera ausmache und mich an Badesee fliege. Ich wünsche euch auch noch schöne warme Tage und ich hoffe auch, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Ich sage bis bald. Tschüss.